Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich. Unser Inventar ist aufgeräumt. Was will man mehr? Unser kleiner Schneemann verfolgt uns wieder. Ach, ist es nicht schön. Und wir begeben uns erstmal wieder in den Untergrund, würde ich sagen. Ein bisschen Krams abfarmen. Oh shit, warte mal. Habe ich den Safe eigentlich leer gemacht? Oh, meine Güte. Ich habe ja richtig gut mitgearbeitet beim letzten Mal. Ja, das ist doch schön. Ihr merkt schon, ich bin gut drauf. Und wenn ich euch jetzt sage, dass ich eben wieder FIFA gespielt habe, dann könnt ihr euch ja denken, dass die Ergebnisse diesmal ein bisschen zufriedenstellender waren für mich, als das noch das letzte Mal der Fall war. Boah, das war ja eine Sache, ey. Da habe ich von 4 Spielen 3 verloren und habe mich richtig blöde angestellt. Aber das ist jetzt ja nicht Let's Play FIFA, das ist ja Let's Play Terraria. Und wenn man mal so schaut, Terraria hat meistens so, ja, 500 bis 600 Aufrufe. Und FIFA hat gerade mal 100. Also kann ich mir vorstellen, dass die Zuschauerschaften sich bei FIFA und Terraria nicht sonderlich überschneiden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch auch das FIFA-Let's Play verfolgt. Und wer wirklich nur wegen Terraria hier ist. Weil momentan habe ich das Gefühl, viele Leute gucken nur Terraria, was ich schade finde. Das deute ich dann immer so, dass die Leute eigentlich nicht mich feiern, sondern eigentlich Terraria. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist immer so mein Gedankengang, sag ich mal, der mir so ein bisschen durch den Kopf schwirrt, wenn ich darüber nachdenke. Finde ich halt ein bisschen schade. Aber natürlich freue ich mich über jeden einzelnen Terraria-Zuschauer. Das sei natürlich an dieser Stelle auch mal gesagt. So, da geht es offensichtlich nicht weiter. Hier ist noch eine... Dingens. Ne, hier geht's wirklich nicht weiter. Da oben ist nur wieder ein bisschen, ja, Platinum sogar. Aber wir haben ja gelernt, dass wir damit schon komplett bestückt sind. Wieso ist jetzt schon wieder das Rope angewählt? Ich verstehe das manchmal nicht. Hat man nicht mal das Gefühl, der wählt so ein bisschen aus, wie er gerade lustig ist. So, jetzt muss ich dieses fette Viech da oben bekämpfen. Wow, ja, geh doch einfach genau in den rein. Du kriegst da schon keinen Schaden durch, Grants. Du kriegst da schon keinen Schaden. Ich glaube, ich nehme wieder meinen Dämonic K.O.-Knocker oder wie der heißt. K.O.-Cannon, okay. Auch gut. Auch die nehme ich dann halt. Mir doch egal, wie die heißt. Hauptsache, sie haut Leute K.O. Oder wie seht ihr das? Na komm schon, den kriegen wir. Und der hat direkt wieder eine Soul of Night. Ich wollte gerade schon wieder Dark Soul sagen. Ich bin hier... Wow, Vorsicht, das sind zwei. Ich bin hier scheinbar noch ein bisschen im Dark Souls-Fieber. Oh, ich muss mal wieder eine neue Folge hochladen von Story of Red Cloud. Ist schon ein bisschen her, dass ich eine Folge hochgeladen habe. Wahrscheinlich werden die Leute gerade schon in den Kommentaren aggressiv. Habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Aber Story of Red Cloud ist ja leider auch nicht so beliebt. Wie gesagt, eigentlich ist Terraria das Einzige, was gerade momentan bei mir beliebt ist. Ich kann meinen Channel eigentlich in einen kompletten Terraria-Channel umwandeln und dann wäre ich endlich mal zur Abwechslung erfolgreicher YouTuber. Naja, je nachdem, wie man erfolgreich definiert, mit 500 Aufrufen ist man ja auch nicht wirklich erfolgreich, ne? Aber Hauptsache, wir haben Spaß an der Sache und ich denke mal, da kann die... Ach, ich nehme das Platinum einfach mit, das geht so schön schnell abzubauen. Und wir können das dann einfach nachher verticken. So, da unten sind wieder ein paar Gegner, da geht es aber nicht weiter, deswegen scheiße ich da jetzt drauf. Und dann gehen wir hier unten weiter und ich sehe schon, dass dort wieder so ein Chaos-Elementar... Oh, 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 oh. Moment, ich mach mal hier ein bisschen Licht für euch. Boah, da sind mega viele... Hau doch noch mal ein bisschen Licht hier raus. Mega viele Quallen am Start gewesen. So, lasst uns hier aus dem Wasser raus. Zack, da hat der Schleudersitz super funktioniert und uns richtig rauskatapultiert. So, jetzt habe ich aber irgendwo, bin ich falsch abgebogen. Wir sind jetzt auf jeden Fall ganz woanders, wo wir beim letzten Mal lang... Wow, wow, wow. Boah, die sehe ich immer gar nicht so richtig. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil die keine leuchtenden Augen haben oder so. So. Okay, da unten scheint es aber weiterzugehen. Hau hier mal so ein Lichtteil hin, genau. Dankeschön. Und dann graben wir uns hier einfach durch. Ist ja schnell gemacht. Ist hier noch irgendwas Interessantes drin? Nö. Na gut, dann gehen wir halt weiter runter. Schade, von dem Viech hier kommt nur einer. Bei der Wespe kamen dann ja immer zwei. Da links sind noch Edelsteine. Ah, was? Nimm die Boxkanone. Och Mensch, du Vollidiot. So, das war nicht meine Schuld. Das war die Schuld von dem Charakter. Ich bin unschuldig. Wow, wow.
Scheiß Fledermaus. Und da unten ist wieder so einer. Aber wenn wir die hauen, können die erstmal nichts machen für ein, zwei Sekunden. Oh, ich erschrecke mich total, wenn dieser Schneemann immer hinterherkommt. So, Moment. Zack. So können wir die Qualle auch wieder töten. Und nimm den Boxhandschuh. Dankeschön. Oh, da kommt wieder so ein böser Wikinger. So, komm, box ihn richtig. Box ihn richtig. So muss es sein. Da oben ist eine Schildkröte. Oh, übertreibt man nicht. Kommt hier da einfach hochgesprungen, ey. Was für eine Welt leben wir denn? So, ich glaube, hier waren wir auch beim letzten Mal ungefähr abgehauen, oder? Kam da unten jetzt nicht... Ich habe einen Heiltrank mir reingeballert. Das war auch dringend nötig, weil der Typ hat mir wieder mal über 100 Schaden gemacht, als er in mich reingecrashed ist. Boah, die sind echt heftig. Die sind echt heftig. Da unten ist, glaube ich, das Pilzbiom. Naja, scheiße. Das Pilzbiom war mega heftig. Oh, Dart Trap. Ja, Hauptsache ich sehe die Dart Trap noch, aber rennt trotzdem rein. Da oben sind wieder ein paar Diamanten. Topasse wieder. Boah, mit Topassen können wir uns ja schon totschlagen. Und dann gehen wir halt einfach mal hier lang, wenn der andere Weg halt von diesen Sporenkreaturen versperrt wird. Wow! Was war das denn? Was zur Hölle war das denn? War das eine Falle? Alter, hab ich mir erschrocken. Alter, hab ich mir erschrocken. Ach, das Silber kann ich auch verkaufen. Ich muss kurz hier warten, bis ein Heiltrank ready ist. Der Typ kommt hier auch nicht hin. Boah, hab ich mich erschrocken. Kann's gar nicht auf Genuss sagen. So, Heiltrank wurde genommen. Und jetzt boxen wir den hier mal eben schnell kaputt. Alter Falter, ey. Ist das assi gewesen. Ist das assi gewesen. Jetzt muss ich aufpassen, dass der hier mich nicht angreift. So, und... Wow, Vorsicht, ich weiß, ihr seht nichts. Tut mir leid, aber... Ach, ich muss den Kampf hier erstmal bestreiten. So, was ist hier oben noch los? Nichts, nur ein paar Spinnweben. Boah. Okay, wir sollten jetzt auf jeden unserer Schritte achten. Ganz genau hingucken, wo wir hintreten und Eisen. Ach, kann ich theoretisch auch mitnehmen. Können wir auch verticken. Aber Zinn nehme ich nicht mit. Irgendwo muss man ja auch mal eine Grenze setzen, oder? So, was ist hier drüben los? Mach mal Licht hier. Ich sehe, hier ist wieder eine Menge Stein. Boah, ich habe jetzt echt Panik, dass hier wieder so eine scheiß Falle irgendwo auf uns lauert. Werf mal hier ein Teil runter. Ja, da ist ein Gegner. Und hier sind die Wände wieder so ein bisschen merkwürdig. Ist hier wieder so ein Spinnenbiom gleich? Ne, was war denn da drüben? Ach, da brennt nur jemand. Okay. Dachte erst, jetzt wären wir gleich hier in der Lava oder so. Aber das wäre merkwürdig. So, hier machen wir mal Licht hin. Ja, das sieht mir nach dem Spinnenbiom aus. Dürfte uns jetzt nicht weiter große Probleme bereiten. Aber man muss es ja auch nicht riskieren. So, Moment. Ich mache euch mal hier eine Lampe hin. Und dann muss ich jetzt ein Stück nach oben graben. Damit wir hier Luft bekommen. Na, komm, nimm das mit. So, jetzt bin ich wieder in dem Eisbiom. Da vorne ist aber schon mal ein bisschen Lava. So, immer schön abbauen. Gib Gas, Junge. Immer schön arbeiten hier für uns. Und wir haben hier wieder mal ein bisschen Platinum. Das nehmen wir natürlich wieder mit. Das füllt unseren Geldbeutel. Und der Geldbeutel, der kann nie prall genug sein. Oder? Wie seht ihr das? Man kann doch eigentlich gar nicht genug Geld haben. Beziehungsweise, man kann genug Geld kann man haben. Aber ich glaube, man kann nicht zu viel Geld haben. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, oh nein, ich habe viel zu viel Geld. Und wenn man viel Geld hat, dann kann man notfalls, wenn man nicht weiß, wohin damit, das auch noch spenden oder so. Also es gibt immer eine gute Verwendung dafür. Das denke ich mal, dass wir uns dort einig sind. Nimm deinen Boxhandschuh, dankeschön. So, hier geht es jetzt auch gerade wieder weit nach unten. Deswegen hangeln wir uns mal hier ran. Hier ist eine Boulder Trap. Aufpassen also, ist angesagt. Jo, sie kommt, war doch klar. Und die schafft es ernsthaft hier rüber. Es ist echt krass, dass die es immer wieder schaffen, hier rüber zu kommen. Und dann geben die nur so wenig, ey. Ich finde, die Schildkröten sind so asozial, weil die geben auch noch wenig EP und alles.
Unholy Arrows. Moment. Wow, da sind Fledermäuse. So, hau mal hier eine Lampe hin und dann box die Fledermäuse kaputt. Zack, okay, sehr schön. So muss es sein. Ah, hier unten sind wieder ein paar Sachen. Da unten sind Erze. Oh, da drüben ist wieder so ein LSD-Biom. Ah, schau mal, der hat wieder so ein Teil gedroppt. Haben wir ja allerdings schon gefunden. Dementsprechend nicht so wertvoll gerade für uns. So, ändern wir mal den Fluss hier. Und wollen wir mal darüber? Ich würde gerne mal mich in diesem Gebiet probieren. Ihr habt mir schon in die Kommentare geschrieben, dass es auch einen NPC gibt, der ein Haus in so einem Biom benötigt. Und ja, das müssen wir dann einfach nochmal oben in unserem Dorf anlegen. Das Biom. Okay, da oben sterben die ersten Gegner gerade schon. Ich bin da aber gerade nicht so begeistert von, dass die hier genau hier drüber campen. Aber, ah, okay, so kann ich hier ganz gut mich vor denen verstecken. Was ist das für ein Skelett? Wie viel hat das denn ausgehalten, bitteschön? Oh nein, nicht der. Scheiße, da ist wieder so ein Sporenviech. So, jetzt hat sich's wahrscheinlich hier schon wieder ausgelebt. Wow. Ey, Red Husk, okay. Wieder ein paar Farbstoffe eingesammelt. Ey, dieses scheiß Sporenvieh. Oh nein, ey, ich habe die Boulder Trap doch vorhin noch gesehen. Boah, die sind heftig. Die sind heftig, die Gegner. Boah. Wenn die mal wenigstens was Geiles droppen würden, die Spastis. So, komm, da oben. Der eine ist schon bald down. Boah. So, das Skelett. Da ist dieses scheiß Viech, ey. Aber ich liebe ja diese Dingens, ne, die das Gebiet hat. Die Beleuchtung. Habe ich, glaube ich, schon 100 Mal erzählt, dass ich das geil finde. Aber ich kann das gar nicht oft genug sagen. So, jetzt sind wir in dem Biom. Wie viel hält die blöde Pflanze denn eigentlich aus? Okay, es geht. Wir haben sie immerhin besiegt. Wow, shit. Okay, den haben wir auch. Da hinten liegt, glaube ich, nur ein Pilz, oder? Was ist das hier? Nee, das ist ein Banner. Das ist ein Banner von dieser Kreatur. Wow. Da kann man wirklich stolz drauf sein, dass man die besiegt hat. Obwohl die ist halt stark, die macht viel Schaden, aber kann sonst nicht allzu viel, fand ich jetzt. Also die hat jetzt nicht mega viel auch noch ausgehalten. Wäre auch unfair, das wäre ein Mega-Viech dann. So, was haben wir hier Schönes? Nochmal eine... Was war das jetzt? Silber, ne? Ja. Ich mache euch Licht. Grant sprach, es werde Licht. Doch, ich fand den Lichtschalter nicht. Moment, einmal jemanden kaputtboxen, bitte. So, und dann hoffe ich mal, dass da unten jetzt nicht so eine neue Pflanze respawnt. Das würde mich doch schon ein bisschen ankotzen. Moment mal, die Diamanten sollte man auch mitnehmen, wenn man hier schon mal steht. So. Ah, ein Herzcontainer. Sehr gut, wir haben ja gelernt, dass die Lava mir nicht wehtut. Ja, wir sind lernfähig. Oh, jetzt habe ich schon wieder gar keinen Platz mehr für ein Life Crystal. Dann schmeiße ich hier die eine Bombe meinetwegen weg. Und dann nehmen wir das Palladium hier noch mit, oder? Wie seht ihr das? Ja, warum nicht, ne? Komm, nimm die... Ach, ich kann das gerade nicht mehr mitnehmen, ist das Problem. Weil wir hier Schneeblöcke zum Beispiel haben, die kein Mensch mehr braucht. Vorsicht, da kommt ein Vieh... Oh. So. Jetzt kann das Palladium aber munter eingesammelt werden. Ja, ich brauche aber nicht nur Palladium, ich brauche eigentlich auch ein bisschen was von den anderen Rohstoffen. Also, lieber Weltgenerator, hau mir mal hier ein paar von den anderen Rohstoffen noch mit hin. Ich war auch immer ein braver Grants, habe immer fein die ganzen Gegner getötet, die hier so ihr Unwesen treiben. Dementsprechend habe ich mir eigentlich auch eine Belohnung verdient. Finde ich zumindest. So. Ich mache hier nochmal Licht. Ihr sollt ja auch was sehen. Und hier fließt sogar Wasser runter. Allerdings kann das halt nicht die Lava löschen. Wäre ja auch unfair, wenn das jetzt die Lava löschen könnte, wenn die Lava uns dafür nicht in Brand setzen kann. So, irgendwas Interessantes da drin. Ja, da drin ist was sehr Interessantes. Nämlich, da ist ein bisschen von dem guten alten Orichalkum-Erz. Dafür muss ich auch wieder irgendwas aus dem Inventar schmeißen. Lass mich raten. Ey, ich will den Topaz hier haben. Wir haben doch bestimmt... Die Holzsachen zum Beispiel brauchen wir nicht. So, okay.
Vielleicht hätte ich auch einfach mir einen Spelunker-Potion reinziehen sollen. Der hätte mir sicherlich auch weiterhelfen können hier. So, den Life Crystal nehmen wir wieder mit. Und jetzt geht's nach oben. Das ist eigentlich schlecht. Aber wenn wir hier eine Urichalkum-Erzader finden, dann gehe ich auch gerne nach oben dafür. Da habe ich ja gar keinen Vertrag mit. Das nehmen wir nämlich immer liebend gerne mit. So, sehr schön. Aber Titan wäre natürlich auch was Feines, ne? Wenn wir ein bisschen Titan finden würden. So, was haben wir hier drüben noch? Zinn, ne. Zinn brauchen wir nicht. Okay, irgendwie sind wenig Gegner gerade hier. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Momentan haben wir ja hier ein bisschen Ruhe. Und dann sehen wir uns später im nächsten Part wieder. Ciao!